Mit 16 Punkten ist man tabellenführend von der Super League. Ist diese Saison noch ungeschlagen? Und in Fußballerkreisen heisst, mit so einer defensiv starken Mannschaft ist sie ja fast unschlagbar. Es wird geredet, es wird kommentiert und es wird diskutiert. Hauptsache ist, man fährt auf Zürich, kommt in den letzten Grund, spielt 90 Minuten und fährt ohne 3 Punkte wieder heim. Wir haben ein super Spiel gemacht, die ganze Mannschaft, von der Torwart bis Sturm. Wir sind sehr gut gestanden, kompakt, defensiv. Und wenn wir haben den Ball gekriegt, wir haben super nach vorne gespielt und verdient gewonnen. Wir konnten noch das zweite Tor vielleicht schießen, aber war auch nicht einfach, gegen den ersten von Meisterschaft zu spielen. Und ich denke, war ein Top-Spiel von uns heute und wir müssen jetzt weiter so machen. Wir haben jetzt 2 Siege geholt, schön und recht, aber wir müssen selbst daran mitnehmen und einfach jetzt weiter daran arbeiten, hart arbeiten, wie letzte Woche, eigentlich die letzte immer. Wir arbeiten immer gut, aber sind eigentlich nie recht belohnt worden und jetzt sind wir belohnt worden mit dem Mannschaftsgeist, Leidenschaft und Laufbereitschaft, hat alles gestimmt und eben verdient 3 Punkte geholt, sage ich jetzt einmal. Ja. Wir haben von Anfang an gewusst, sie haben sicher eine spielstarke Mannschaft. Es ist wichtig, sie defensiv kompakt zu stehen und schnell auf Konter zu spielen. Und ich glaube, das haben wir heute sehr gut umgesetzt. Ja. Wir haben clever gespielt, muss ich sagen. Wir haben ein bisschen umgestellt. Wir haben uns angepasst am System von Sion. Der Mathieu Beda vor der Abwehr. Wir haben gewusst, der Aragi und der Margera sind sehr gefährlich. Die haben wir aus dem Spiel genommen. Sie haben fast keine Chance rausspielen aus den Aktionen raus. Wir haben hervorragend gestanden, unheimlich krampfend nach innen. Verdient die Führung. Das Einzige, was man muss sagen, wir hätten das zweite Goal unbedingt schiessen müssen. Dann hätten wir gewusst, wir gewinnen den Match. So ist es bis zum Schluss spannend gewesen. Aber ich muss sagen, ich kann nur den Hut ziehen von dieser Mannschaftsleistung. Weil auf all die Probleme, die wir haben seit Wochen mit verletzten Spielern vom letzten Jahr, die nur teilweise trainieren können. Und es ist nicht nur einer, es sind 3, 4. Wieder einer, der ausfällt, der die gesperrt sind. Also es ist nicht einfach ein normaler Sieg, wo man muss sagen, ja, dass wir sind ein grosser FC Zürich. Der tut jetzt einmal gut, aber jetzt müssen wir weiterarbeiten. Und das ein bisschen als Topping und Moral nehmen. Es war nicht einfach. FCZ war sehr gut, sehr kompakt und sie haben gut gespielt. Und ich verliere mit dieser Penalty, aber das war kein Foul. Das ist schade, aber manchmal der Schiedsrichter macht eine Entscheidung für uns. Heute das war für FCZ. Das ist schade für uns, aber sie haben eine gute Mannschaft. Sie spielen sehr kompakt und auch in Offensiv mit Superspielern. Aber schade, das war die erste Niederlage für uns gegen FCZ. Das ist schade für mich auch.